Zu meiner Person. Ich arbeite ja bei einem Mainstream-Medium, bei DRS1, und bilde mir dafür ein gewisses Gefühl zu haben, wie die Schweiz tickt. Also einfach so der Mainstream, der Mensch draußen, und der ist hier relativ schlecht vertreten. In dem Sinn, wir sind eine relativ, weil ich natürlich ganz neutral bin als SRF-Mitarbeiter, aber ein relativ homogenes Publikum. Weil ich denke, ich habe jetzt diese Clusters gehört heute, sind die verschiedensten Strömungen, aber alle gehen in dieselbe Richtung. Was mir aufgefallen ist, was eigentlich immer wieder kommt, und ich möchte jetzt einmal von diesen vier Leuten hier hören, dieser ganzen Diskussion liegt ja letztlich die Frage nach dem Menschenbild zugrunde. Also da wird mal genickt, also letztendlich sind wir Egoisten oder sind wir Altruisten, Ökonomie versus Commons etc. Da ist ja irgendwie der Pfeffer, oder liegt der Hase im Pfeffer. Und ich möchte eigentlich gerne beginnen mit Christa Amann, was mir sehr eingeleuchtet hat bei der Idee von der Accroissance, auch das hat mir eingeleuchtet, weil Décroissance, das erschreckt noch etwas mehr. Das ist die Entkolonisierung der Gedanken. Dass es einfach mal darum geht, die Festplatte zu löschen, was wir gelernt haben, womit wir aufgewachsen sind, was normal ist, was selbstverständlich ist. Mich nimmt Wunder, von dir zu hören, was braucht es denn für diese Entkolonisierung? Ich denke, da gibt es kein allgemeines Rezept, weil es so viele verschiedene Menschen gibt. Aber solche Veranstaltungen wie heute, die irgendwie wieder ein bisschen mehr Wissen geben, dass man dann vielleicht eben auch Menschen erzählen kann, die nicht hier sind oder die sich nicht so interessieren. Also einfach, ich denke auch eben, es braucht noch sehr viel Aufklärung. Und ich meine, die andere Möglichkeit, was auch möglich ist, ist ein Crash, vielleicht hilft das auch. Also es ist so ein bisschen die Frage, reicht die Zeit noch, reicht sie nicht mehr? Und da kann ich weder ja noch nein sagen. Aber ich denke, das sind so die beiden, entweder so ein Schockmoment und dann die Hoffnung, dass er ein bisschen nachhaltiger ist, als beispielsweise Fukushima war. Also dass es so ein bisschen in den Köpfen mal rüttelt so. Aber in dem Sinn ein Patentrezept für eine Gehirnwäsche habe ich nicht. Ich möchte diese Frage eigentlich allen stellen, weil sie geht ja eigentlich auf alle an, Hans Wittmer. Ja, also ich habe auch natürlich kein Rezept. Ich finde, was immer noch gut ist, ist mal etwas anderes vormachen und so. Das klärt die Köpfe. Statt predigen, mal was machen. Oder mindestens mal so Sachen erzählen, die andere machen. Ist auch nicht ganz so gut, aber auch nicht schlecht. Und das noch Bessere wäre, überhaupt kein Menschenbild zu haben. Das wäre noch besser. Also, da bin ich mit Max Frisch einig. Wenn man sich beginnt, Menschenbilder zu machen, ist man eh geistig schon halb gelähmt. Oder? Weil die Menschen sind so verschieden. Und ich glaube, ich würde mich für den größten Egoisten halten, mindestens in diesem Saal. Oder das hindert mich nicht daran, auch mit vernünftigen Projekten umzugehen. Weil das ist einfach langfristiger Egoismus, ist eine Form des Altruismus, oder? Das könnte man so schauen. Also ohne die Leute kann ich halt nicht zu meinen Zigarren kommen, irgendwo muss die herstellen. Langfristig. Hat der Stahl? Ja, es ist ein längerer Prozess. Also ich stoße auch immer wieder auf dieses Wissen ist, also man gründet einen Verein, man schaut, dass man eine korrekte Buchhaltung hat. Wenn man genügend Geld hat, schafft man sich eine Sekretärin oder einen Sekretär. Und dieses Funktionsdenken ist tief verhaftet in den Leuten, und das aufzubrechen ist sehr schwierig, und das braucht teilweise auch eine Konfrontation oder auch das aufzubrechen, dass man immer fragt bei der Gemeinde, Staat oder bei der Behörde und dann eine Bewilligung einholt und so. Das Ganze ein bisschen zu hinterfragen oder sehr stark zu hinterfragen, lohnt sich, weil teilweise erfolgt dann ein tatsächlicher Gewinn. Also wir haben ein Gemeinschaftsgartenprojekt, das seit 3 Jahren bei der Behörde vorspricht, um einen Gemeinschaftsgarten zu verwirklichen, und wir haben ein Swatch-Gelände gesetzt und dort einen Garten gemacht mit einer Woche Vorbereitungszeit. Da stellt sich ja dann eben die Frage, einerseits die großen Schweizer Qualitäten des Zusammen, des Kompromisses, des Miteinanders, des Austauschs, des Suchens, und auf der anderen Seite, haben wir beim letzten Cluster auch gehört, brauchte es nicht vielleicht auch ein bisschen mehr Militanz?
Also Militanz im Sinn von lauteres Auftreten. Ich rede jetzt nicht von Gewalt, das ist nicht der Ort. Das reden wir auf. Nein. Ich hoffe, ihr versteht. Das wird dann die nächste Veranstaltung. Nein, also ich denke, wir reden ja auch über die Schweiz und diese Projekte nicht umsonst, da komme ich gleich, nicht umsonst ist diese Bewegung irgendwie sehr vielfältig in der Schweiz, weil wir auch in einer gewissen Weise gewohnt sind daran, darüber zu reden. Wir haben diese direktdemokratische Kultur etc., aber sie hat auch etwas Lähmendes. Gut, jetzt hat sich der Peter gemeldet. Ich denke, also eigentlich ist die Frage immer noch nach der Entkolonialisierung. Aber die kollektiven Prozesse, die sind in der Regel nachhaltiger als die revolutionären. Das wäre eine generelle Aussage, aber es geht ja um die Frage dieses Wertehaltung eigentlich. Und die erste Frau im Vorstand der ABZ, das war anfangs der 20er Jahre, hat gesagt, wir bauen an einer besseren Welt, an der man einander hilft und nicht ausnützt. Und ich denke, den Menschen und nicht die Rendite in den Mittelpunkt zu stellen, das ist doch eine andere Haltung. Und diese andere Haltung, die fehlt uns heute. Und die wäre eigentlich sehr ökonomisch und ökologisch. Und weil es gibt auch eine Ökonomie des kollektiven Handelns. Es gibt Nutzen, der erzielt wird an Gesundheit, an Freude, an Lust, an Glück, wie in Burma ist das, glaube ich, oder? Die Ökonomie des Glücks, da will man mehr Glück. Und das, denke ich, wir müssen nicht unsere Festplatte umprogrammieren, sondern wir müssen einen Erkenntnisprozess durchmachen. Und da sind wir heute daran, durch Fukushima, durch alle diese Gegebenheiten, die uns zeigen, ja, das ist doch nicht der richtige Weg. Und wenn es uns vielleicht irgendwann nicht mehr gibt oder unsere Kinder krank werden, dann wird sich das noch verstärken. Und diese Idee ist dann auch sehr mehrheitsfähig. Also mich interessiert eigentlich immer auch, wo sind die relativen Mehrheiten? Und wenn du sagst, glücklich sein wollen ja eigentlich alle, oder? Ja. Geknechtet werden von Stundenplänen, von von Abläufen, das will eigentlich niemand. Ja, und wenn ich jetzt die Kokainabhängigkeit in einer UBS vergleiche mit einer anderen Firma, oder, dann muss ich dann fragen, wo sind die glücklichen Leute? Also einfach, aber das braucht einen kollektiven Erkenntnisprozess, dass Geld allein nicht glücklich macht. Und leider ist unser Hirn falsch programmiert in dieser Beziehung, oder? Wir wollen ja alle das Eigenheim und wir wollen alle, also wir sind so programmiert, das ist. Und ich denke, das braucht Zeit und braucht noch mehr Leiden. Genossenschaften sind dann entstanden, wenn es Leiden gab. Dann waren sie stark. Dann braucht es die Selbsthilfe. Und unser Problem ist, dass es uns zu gut geht. Und wenn es uns zu gut geht, dann handeln wir nur aus Einsicht, oder? Und leider gibt es nicht so viele Leute, die gute Einsichten haben. Ich bin jetzt etwas ketzerisch. Aber ich wünsche mir mehr Leiden. Du bist ja nicht der Erste heute, das hat schon im letzten Podium, hat das im Raum gestanden und vorher auch wieder, es gab einerseits, du hast das gesagt, Christa, entweder es braucht zweifellos, da sind Sie sicher alle einig, mehr Aufklärung, aber die andere Variante wäre mehr Leiden / der Crash. Und Susanne Boos hat das irgendwie angesprochen, sind wir irgendwie in einem Trainingslager für den Crash, damit wir besser gerüstet sind? Und du würdest sagen, in einer gewissen Weise braucht es, also es braucht das Leiden. Und sonst bleibt diese Runde mit den obligaten 10 bis höchstens 30%, die für diese Ideen empfänglich sind, auf sich sitzen. Ganz nüchtern, ja. Wie sieht das PM? Ich sehe es nicht ganz so. Also ich finde, nicht ganz, nein. Ich bin nicht kein Apokalyptiker, also ich brauche keinen Untergang, um mir etwas Schöneres vorzustellen. Ich finde, ich würde eher auf die Fantasie setzen vielleicht. Also wir haben nicht zu wenig Leid, sondern zu wenig Fantasie. Und das ist natürlich, wo kommt jetzt die Fantasie her? Ja, schwierige Frage. Man kann Kultur, zum Beispiel Kunst ist lustig. Oder? Ich fand immer noch, eine unserer Regionalgruppen bei Neustadt, die macht eigentlich immer einen langen Tisch mit verschiedenen Krempel drauf und die Leute manipulieren da herum.
Das tut gut, es macht Spaß. Da kommt man auf andere Ideen, vielleicht auch auf Nachbarschaftsideen, wenn das gelingt. Also ich sage, ich finde auch, vor einem Donnerstag war auch noch eine Veranstaltung, da war auch diese Idee von Gesecco, ja, man muss Lust verbreiten. Also das ist auch einer der Zwecke von diesem Verein Neustadt. Wir wollen eigentlich mal was machen, sagen, das aufzeigt, was alles, wie wir einfach leben können. Also nicht einfach leben, sondern einfach leben. Oder beides. Wie das dann, wie man gut leben kann, ohne diesen ganzen Krempel produzieren zu müssen und dann noch kaufen zu müssen und dann noch lagern zu müssen, möglichst in riesigen Wohnungen, oder? Also Wohnungen sind ja eigentlich konsumistische Beutemuseen, oder? Da wird gezeigt, ich habe ein neues Sofa gekauft, schau mal. Und warum eigentlich, oder? Mir genügt dein Sofa, das kann irgendwo stehen, in einer letzten Weiz, da sitze ich genauso in einem Grab. Oder in den Gemeinschaftsräumen hat es auch Sofas, die sind genauso weg. Also da würdest du dich dann auch wieder finden mit Christa, die sagt, Lebensstandard, die Frage ist eigentlich falsch gestellt. Ja klar, also ich meine, ich gehe ein bisschen weiter als Christa, ich würde mir getrauen, Lebensstandarde zu erfinden. Also danach Standarde mal zu sagen, wie sieht eine Wohnung aus, wenn das alles passiert ist, was wir uns vorstellen, oder? Klein, nett, buchbar, nicht groß zu sein, oder? Ökologisch verdichtet und unten hat es aber dann im Parterre, das sagen wir immer, da hat es Lounges und Billardtische. Und das macht gar nicht viel aus. Wir haben das ja durchgerechnet bei mehr als Wohnung. Du nimmst jeder Wohnung 2 Quadratmeter weg und plötzlich hast du 2000 Quadratmeter gratis Gemeinschaftsfläche, oder? In diese Richtung ungefähr. Also ich meine, man muss den Leuten erklären, dass Teilen ein Multiplikator ist von Glück. Aber es ist ein bisschen schwierig. Ich bin auch manchmal skeptisch, ich habe diese Anfälle nicht durch, Peter. Also wenn man den Leuten nicht mal auf den Kopf haut oder wenn sie gegen die Wand rennen, dann machen sie nichts. Also das kann schon auch mal vorkommen. Für die, die es vielleicht nicht wissen, die beiden hier haben schon zusammen gearbeitet. Also der Hans Widmer eher als so ein bisschen Berater im Hintergrund, was man denn mit dem Supertanker Wohnbaugenossenschaften auch noch machen könnte, weil von diesen sehr vielen Initiativen, die hier im Raum vertreten sind, von denen wir schon gehört haben, ist er natürlich wirklich der Supertanker. Ich weiß nicht, wie viele Wohnungen und Umsätze, und da ist wirklich da ist Veränderungspotenzial da. Ne? Ja, das bin nicht ich, das sind unsere Bewohnerinnen und Bewohner. Und die sind im Moment in Genossenschaftswohnungen der Stadt Zürich. Sind SVP-Wählerinnen und Wähler übervertreten. Also, das ist jetzt gerade ein interessanter Punkt. Wie bringt ihr die an Bord? Schafft man es mit Überzeugung, mit Fantasie? Jeder sagt, er will auch lustvoll leben. Ich kenne keinen SVPler, der nicht gerne lustvoll leben würde. Ja. Also, der würde es zumindest nicht zugeben. Ja. Hans und ich würden dann eine Zigarre zusammen rauchen. Ja, das machen wir dann. Nein, die Frage ist natürlich schon so, dass es gibt ja verschiedene Lebensstile, also jetzt, und verschiedene Einstellungen von konservativ bis irgendwo die Avantgarde, die Pioniere. Und in diesen Genossenschaften ist alles vertreten. Wir haben Genossenschaften und darum geht es nicht um die großen da Tanker oder so, sondern wir haben Genossenschaften, in denen finden sich eigentlich sehr viele Pioniere, oder? Das ist eben, ich habe da auf diese hingewiesen. Dann gibt es halt hinten dran noch die dann etwas nachkorrigieren müssen, oder? Die kommen hinten. Aber dadurch, dass sie in einer Genossenschaft leben, die Vorstände, denken sie langfristig. Und das ist ein wunderbarer Unterschied, nämlich man handelt dann anders, wenn man langfristig denkt. Das ist ja das uns eigentlich, was uns fehlt, das langfristige Denken. Die langfristigen Folgen werden heute in der Ökonomie der heutigen nicht eingerechnet. Das ist das Grundproblem unserer Marktwirtschaft. Und die sozialen Schäden, die werden auch nicht eingerechnet, oder? Wenn man das alles einrechnen würde, würde das wahrscheinlich auch etwas anders aussehen. Und ich bin übrigens also kein Agnostiker oder so, oder irgendwo, sondern ich sage nur, es braucht ein gewisses Leiden, dass etwas passiert. Veränderungen der Menschheit passieren über Krisen.
In der Stadt Zürich im Moment steigt der Druck wegen des Wohnungsmarktes, der Verdrängungseffekte. Und auf einmal werden Sachen möglich, die nicht möglich waren vorher. Und das meine ich, es braucht einen gewissen Druck, dass Veränderung passiert. Wir sind so gebaut als Menschen. Das ist natürlich. Und ich erhoffe mir etwas mehr Druck und mehr Erkenntnis und mehr Bewusstsein. Das gehört alles zusammen. Und mehr Glück. Danke. Ich möchte gerne jetzt die Runde noch etwas aufmachen. Ich bin sicher, da gibt es noch Fragen, und das haben wir selbstverständlich auch noch welche da oben. Weil PM, Hans Widmer, ist in einer gewissen Weise ja schon ein Vordenker dieser, nicht nur jetzt von danach mit Neustart, sondern viele oder einige von euch werden sicher auch seine früheren Arbeiten kennen. Bolo Bolo, er hat das weitergedacht. Die Zeit ist ihm in gewisser Weise auch entgegengekommen. Oder was er damals. Die Haare nicht. Die Haare sind weggegangen und die Zeit ist entgegengekommen. Ich möchte übrigens noch, die Veranstalter haben das ohne mein Wissen gemacht. Also, dass ich da unter zwei Namen erscheine, oder der PM-Avatar und so, das war nicht meine Idee und das ist jetzt auch aufgelöst. Sonst muss ich zu viel arbeiten, wenn ich dann unter zwei Namen da funktioniere. Und wenn jetzt unmittelbar keine Fragen sind, doch, da bitte. Ich habe eine Frage, besser gesagt eine Anmerkung zu den Mainstream, weil das ist ja wirklich etwas ein Problem, wenn man einfach immer in der Minderheit und Minderheit von Minderheiten ist. wenn man schaut, also was in einer Gesellschaft und politischem Umfeld wie wir sind, also demokratische Legitimation nötig ist, braucht es irgendwann dann auch gewisse Mehrheiten. Und ich glaube, dass die negativen Impulse nicht der wirklich erfolgversprechende Weg sind. Weil es gibt ja eigentlich nichts Erfolgversprechenderes als Erfolg, sagt man. Und vor allem die Lust, die erwähnt worden ist. Und Lust und Freude kann zum Beispiel plötzlich Mode werden. Und wenn etwas Mode wird, dann verbreitet es sich ganz plötzlich, kann der größte Unsinn sein, kann aber auch was ganz Tolles sein. Also es wäre eigentlich zu wünschen, dass das, was man hier so hört, was man sieht, dass das Mode würde. Und lässig, und man sieht, und dazu braucht es eben die tollen Beispiele. Ich denke, das ist das Allerwichtigste, oder? Dass irgendwo, vielleicht eine kleine Genossenschaft, mal einen total richtigen, maximal tollen Ansatz macht in Bezug auf Ökologie und alles zusammen. Und dann kommt eine große Genossenschaft dann auch. Dann kann es plötzlich auch. Weil man dann sieht, ah, das funktioniert, das ist toll. Und das ist noch viel lustiger als bei uns. Und das könnte funktionieren. Ja, bitte. Zumindest in Vorarlberg wird behauptet, Neustadt Schweiz würde demnächst ein hochinteressantes Projekt bauen. Oh ja. Vielleicht können wir dazu noch irgendetwas hören, das würde mich sehr interessieren. Davon weiß ich aber nichts. Neustadt Schweiz muss nicht bauen, also die Idee, die wir haben schon gebaut, also ich zum Beispiel und andere, die dabei sind, es ist nicht so dringend, dass jetzt Neustadt Schweiz auch noch baut. Wir haben allerdings Neustadt Schweiz Zürich, wir haben eine Genossenschaft gegründet, die heißt Neustadt Nachbarschaft Nummer 1, einfach mal um bereit zu sein, wenn dann was passiert. Aber realistischerweise muss man sagen, ja, suchen Sie mal Bauland in Zürich, also das ist eigentlich eine ziemlich imaginäre Genossenschaft, aber sie gibt es real, oder? Man kann da schon Mitglied werden. Wir haben auch überlegt, diese Geschichte mit der Kasernenareal in Zürich, wir werden da eine Initiative starten, das kann ich schon mal sagen, da kann man sich dann auch beteiligen. Und die Projekte, was es gibt, zum Beispiel Neustadt Basel, die sind beteiligt an der internationalen Bauausstellung und haben da ein Projekt. Aber ich weiß nicht, was die jetzt da machen. Umgekehrt habe ich gehört, es gäbe ein Projekt von Neustadt Vorarlberg, die Vorarlberg, aber von dem haben wir dieses Jahr nicht. Ja, soll es gehen. Also, man soll ja nicht über Projekte in diesem frühen Stadium überhaupt reden, oder? Halten wir das mal unter dem Deckel, vielleicht passiert dann ja noch nichts. Also mir gefällt deine Dialektik wunderbar. Einerseits das buddhistische Nichtstun, gleichzeitig gibt es schon Projekte, die einerseits verwirklicht sind. Es gibt mehr als Wohnen, es gibt die Kalkbreite, es gibt Kraftwerke. Es ist eigentlich eine ganze Reihe von reinen Kopfgeburten à la PM bis zu... Das stimmt natürlich jetzt nicht, das ist Blödsinn. Ich möchte nicht
diese Sachen jetzt, ich bin jetzt einfach mal da auf dem Podium, aber das sind ja Leute, die das gemacht haben und ich war zufälligerweise auch noch dabei. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, jetzt wie Sie, es können aus Luftschlössern Betonbauten werden, oder? Und das ist eine sehr ermutigende Erfahrung, man soll es nicht unterschätzen. Menschen sind träumerisch veranlagt und das sind dann doch die, die am Schluss die Finanzabteilung im Vorstand haben. Das ist durchaus möglich. Und wo dann auch die Geldfrage, die leidige, ist kein Problem. Es gibt die dann, wird dann lösbar, weil dann bekommst du, was wie der Herr gesagt hat, eine Dynamik, Erfolg gebiert Erfolg. Ja, es ist ja wie beim Tourismusunternehmen, ich vergleiche unsere Geschichte immer so, ich sage immer, ja, wenn wir den Leuten ein tolles Ferienprospekt verkaufen können, oder? Also das wäre jetzt ein Programm für eine Genossenschaft, dann finden wir dann auch jemanden, der das Hotel baut, oder? Aber es beginnt beim Prospekt. Und wenn kein Prospekt da ist, dann weiß gar niemand, oder will gar niemand da wohnen. Das heißt, man wohnt ja effektiv nicht nur in Mauern, sondern man wohnt auch in seinem Kopf. Also, das ist ja, also überlegt euch mal, was Wohnen für euch bedeutet. Oder? Also ich würde sagen, 70% davon ist Einbildung. Ich wohne jetzt da, weil es eine schöne Nachbarschaft ist, weil ich die Wohnung immer schon wohnte, weil und solche Sachen, das sind alles Fantasiedinge. Ich habe noch nichts mit Heizung und mit Quadratmetern zu tun. Zum Schluss kommt dann das Spiel. Und ein bisschen auf dieser Schiene würde ich dann schon sagen, ja, irgendjemand muss diesen Job auch machen. Und in Neustadt Schweiz haben wir uns ein bisschen dem verschrieben und gesagt, ja, dieser Fantasiebereich, der muss auch seriös, würde ich mal sagen, bearbeitet werden. Also Fantasien, die dann nicht irgendwo am Schluss realisierbar sind, die sind entmutigend. Ich möchte da nochmal zu dir kommen, Peter. Also klar, du bist nicht der Kapitän dieses Supertankers und PM ist nicht der Chefideologe einer Bewegung, die genau das Gegenteil ist, nämlich mit vielen breiten und kleinen Wurzeln. Aber trotzdem, du erlebst das, siehst in viele Vorstände hinein und ich mag mich noch erinnern an die Zeit vor, sagen wir, 20, 30 Jahren, da hatten die Genossenschaften das ein sehr verstaubtes Image. Und das hat sich ja radikal geändert. Also das ist, heute ist das ein Treiber einer Entwicklung, die Genossenschaftsidee an sich, also wie das Hans auch gesagt hat, ist in einer Art und Weise im Aufschwung. Wie spürst du das jetzt mal in der Breite, auch eben bei Leuten, die vielleicht aus den eher konservativen Spektrum kommen, merken die auch, was wir da eigentlich für ein Potenzial haben Richtung Gemeinschaft statt jeder für sich alleine? Ist da auch bei denen etwas zu holen? Weil mich interessieren eigentlich vor allem immer auch die anderen. Das ist eine gute Frage, weil wenn ich das jetzt so anschaue, in den letzten 15 Jahren haben da wesentliche Veränderungen stattgefunden im Bewusstsein. Das hat sehr stark mit der Vernetzung zu tun und mit den Beispielen. Also wenn, und darum haben zum Beispiel auch so Projekte wie Kraftwerk oder so, die waren ganz wichtig, weil sie haben wie etwas geöffnet. Also sie haben zuvorderst, das ist wie das Lotsenboot, das etwas zieht den Tanker, oder? Ja, und dann langsam fängt er sich dann auch in diese Richtung zu bewegen. Also, und darum sind die ganz wichtig und da hat eine Veränderung stattgefunden. Ich kann das an einem Beispiel sagen. Vor 10, 15 Jahren, wenn ich über Gemeinschaftsräume gesprochen habe in einer Genossenschaft, dann war das schlicht Unverständnis. Heute, jedes Neubauprojekt, fast jede Genossenschaft hat einen Gemeinschaftsraum. Also, das ist so eine Kleinigkeit, die ganze Frage der Ökologie. 60% der Solaranlagen in der Stadt Zürich stehen auf 20% Genossenschaftsdächern. Also da ist keine Verstaubung drin. Da ist höchstens eine konservative Haltung drin, zum Beispiel in den Fragen der Partizipation. Dort ist das jetzt ein Feindbild, weil das braucht ein hohes Know-how, mit Partizipation umgehen zu können. Das ist anspruchsvoll, weil auch das muss geführt sein, sonst geht es nämlich nicht. Und dort gibt es noch so Berührungspunkte. Es gibt Berührungspunkte in der liberalen Haltung. Ja, welche Vorschriften wollen wir? Was überlassen wir den Bewohnern? Wollen wir diese motivieren, Energie zu sparen? Oder ist das ihre Verantwortung? Also das sind die Spannungsfelder, in denen wir drin sind. Aber das gehört auch dazu. Und das Wesentliche ist, dass man sich heute mit diesen Fragen überhaupt auseinandersetzt. Das ist eigentlich der Fortschritt.
Und ich bin eigentlich positiv im Mut, dass sich unsere, gerade weil der Druck eben stärkt, dass sich unsere Genossenschaftsbewegung da noch etwas Potenzial hat. Und das wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Für mich ist die Genossenschaft die nachhaltigste Wirtschaftsform noch. Und ich denke, die muss sich stärker durchsetzen, besonders in der Schweiz. Vielleicht auch noch zum Begriff des Konservativen. Also eigentlich ist das so ein Unwort oft in, ich sage jetzt mal, linken Kreisen. Aber eigentlich, Ökologie ist auch konservativ, weil es geht um die Erhaltung der Erde. Und ich denke, dort ist auch die Frage, wie will man diesen Begriff besetzen und will man den eben nicht selber auch wieder mehr in den Mund nehmen und den nicht eben den klassisch bürgerlichen SVP-Wähler und so weiter überlassen. Weil eigentlich ist auch konservativ, was jetzt heute hier erzählt worden ist. Einfach nachhaltig konservativ. Aber es ist eine Definitionsfrage. Aber das passt sehr gut dazu, was ich gerne sagen würde. Mir fehlen ganz unglaublich die 50 katalanischen Frauen aus Barcelona, die versucht haben, ihre Wohnungen wieder zu besetzen. Und mir fehlen noch viel mehr die 50 Frauen in Cleveland, Ohio, die ihre Häuser wieder zurückerobert haben von den Banken. Was sich dann aber in gewisser Weise wieder mit dem, was Peter gesagt hat, deckt, das sind natürlich Orte, wo der Druck ein Ausmaß erreicht hat, das können wir uns hier gar nicht vorstellen. Aber man kann sicher davon lernen, man kann das studieren und einen Austausch pflegen. Also wir müssen ja nicht abwarten, bis die Krise voll zuschlägt. Wir können ja auch jetzt schon diese Mittel in die Hand nehmen, also diese direkten Aktionen aneignen und solche Aktionen auch durchführen. Ich denke, wir setzen uns da selber Barrieren, die wir nicht zu setzen bräuchten. Diese Alternativen, die hier jetzt vorgestellt werden, die müssen ja auch bekannt werden. Und da liegt da das Problem. Der Mainstream, der informiert sich bei den Mainstream-Medien, sie lesen 20 Minuten und den Blick, sie hören RS1 und schauen die Schweizer Fernsehen. Und da hört man nichts anderes als Mainstream. Die Medien passen sich diesem Mainstream an und das ist flach. Aber DRS2 empfange ich bei mir schon gar nicht, weil er zu schwach sendet. Da wären vielleicht noch bessere Sendungen drin, aber den hält man bewusst schwach. Ich habe da reklamiert und ich empfange ihn nicht. Ich empfange den Deutschlandfunk besser als DRS2 und der Deutschlandfunk ist wesentlich besser vom Inhalt her. Man hört viel mehr auch über Alternativen als eben im Mainstream. Ich empfehle sowieso Internetradio. Da gibt es auch immer die richtige Musik, wenn man da die Möglichkeit zwischen 15.000 verschiedenen Ländern zu wählen. Aber ich möchte das nur noch verbinden mit dem Votum von vorhin. Die Medien sind natürlich immer auch nur so flach, wie die Gesellschaft flach ist in einer gewissen Weise. Die Medien springen sehr schnell auf, wenn irgendwo ein Trend ist. Man hat das gesehen, der Basler Präsentation, das kommt frisch daher. Die Basler Zeitung, nicht gerade bekannt als das progressivste Organ, die berichten gerne darüber. Es liegt auch an dieser Szene, an dieser Bewegung, sich bei den Medien interessant zu machen. Ich denke, ein Medienbashing der Mainstream-Medien ist etwas zu kurz gedacht. Jetzt wird da bereits von Fred signalisiert, dass langsam wieder Pause ist. Eigentlich schon, ja. Wir hätten noch zwei Worte. Gut. Ja, du bist der Chef. Nein, ich wollte nur sagen, also ich habe vorhin kurz gezeigt, wie viel Medienaufmerksamkeit wir hatten. Und wie Sie sagen, es braucht eine gewisse Sexigkeit. Also irgendwie sexy daherkommen, darüber reden. Wir sind cooler, als wir meinen. Also, und das darf man auch sagen. Ja. Und wir sind nicht verstaubt. Und das hören die Medien am allerschnellsten. Also wir bekommen Anfragen und sind ehrlich gesagt überrumpelt. Wir waren auch schon im Blick am Abend und 20 Minuten und wollen da gar nicht wirklich sein. Aber wenn sie das gerade toll finden, dann melden sie sich auch. Ich komme von Seiten der Planer, ich bin Landschaftsarchitekt. Und ich frage mich ehrlich, in unserer Szenerie wird über Alternativen
überhaupt nicht gesprochen groß. Also es gibt so in Projektwettbewerben so ein bisschen Gemüsegarten von 2 Quadratmeter und Spielflächen und das ist alles Gutmachungen. Ja, es sind eigentlich Streicheleinheiten. Und die Frage ist auch vor allem an die Genossenschaften. Wir reden über Kooperation statt Wettbewerb und wir müssen eigentlich auch mal in den Handwerken, also im Handwerk, andere Denkströme haben. Also wir müssen weg von diesen Projektwettbewerben, wir müssen in Kooperation denken. Also ja, es fehlt an Handwerk, die direkt umsetzbar sind sogar. Letzte kurze Antwort. Ich habe gesagt zu Beginn dieses Panels, wir haben zu viel vor, aber das ist ja auch schön, wir haben noch viel zu tun, es gibt viel zu reden in der Pause und packen wir es an. Ja. Aber Kooperation, das ist wirklich das Stichwort. Weil das ist auch eine Haltungsfrage. Und ich denke, dass uns Kooperation weiterbringt als Rivalität. Das ist genau wieder diese Grundhaltung. Und das heißt für uns Kooperation mit Medien, Offenheit. Diese Szene darf nicht geschlossen sein, sondern sie muss sich öffnen und muss quasi keine Berührungsängste haben. Da braucht es die Lead. Danke für das Schlusswort. Es gibt jetzt eine